Die neue Waffe wurde bestätigt, die neue Legende wurde bestätigt. Welche Map wird geupdatet? Und damit herzlich willkommen zu meinem offiziellen Season 9 oder Apex Legends Season 9 Countdown, den Respawn heute selber eingeläutet hat. Denn heute kam ein neuer Stories from the Outland Trailer raus. Ich konnte ihn leider nicht live streamen, wurde um 17 Uhr veröffentlicht, geht über 8 Minuten. Fette Action. Titanfall-Fans sollten auf jeden Fall absolut auf ihre Kosten kommen und haben da eine Menge Titanfall-Stuff gesehen, ein paar alte Bekannte vielleicht wieder getroffen oder Namen, die sie aus dem Titanfall-Universum kennen. Wie gesagt, ich bin Titanfall-mäßig überhaupt nicht auf der Höhe, deswegen möchte ich da nicht zu viel erzählen. Um welche Legende geht es? Natürlich. Und die Legende ist zweifellos absolut im Mittelpunkt dieses langen Trailers. Ich zeige euch den gleich. Ich möchte euch erst die neue Waffe zeigen. Welche Map und natürlich welche Legende im Voraus, das sollte klar sein. Wir fangen natürlich erstmal mit der neuen Legende an. Es ist natürlich Valk oder wir sagen besser Valkyrie. So wird sie wohl dann offiziell in Apex Legends auf Englisch ausgesprochen. Im Deutschen wahrscheinlich dann Valkyrie, könnte ich mir vorstellen. In den letzten ein, zwei Jahren gab es den Namen schon öfter unter diversen Leaks. Da wurde sie Valk genannt. Valkyrie soll sie wohl dann heißen. Wird auch so im Trailer relativ kurz vor Schluss so von einer Person aus dem Titanfall-Universum betitelt. Was gibt es noch? Welche Map wird geupdatet? Wird ebenfalls, das sind alles Bilder, die ich euch hier zeige, alles von der offiziellen EA-Seite. Befallenes Olympus, eine Plage erwürgt die Stadt mit Wurzeln und einem überbordenden, keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll, natürlichen Wachstum. Das heißt, Olympus kriegt ein fettes Map-Update, nicht der World's Edge. Es gibt immer noch keine Informationen, ob der World's Edge zurückkommt. Natürlich können wir davon ausgehen, dass das passieren wird, aber wir können davon ausgehen, dass eben Olympus das Map-Update bekommt und nicht der World's Edge, aber es steht immer noch im Raum, habe ich gelesen, es könnte sein, dass ab Split 2 der World's Edge ein neues Update bekommt. Ihr könnt auch davon ausgehen, dass es jetzt in den kommenden Tagen immer mehr Videos gibt. Ich habe schon wieder zwei Videos, die ich noch nicht aufgenommen habe, aber ich habe schon wieder voll geile Informationen, die gehören hier aber einfach Apex Legends mäßig nicht rein. Und jetzt zeige ich euch die neue Waffe. Ich freue mich mega drauf, auch schon mehrere Seasons lang angekündigt oder gespoilert, geteasert. Damit sollte klar sein, es ist nicht die Dragon LMG, es ist der Bogen. Ich freue mich wie ein Kind auf Weihnachten. Die neue Waffe Bokek Bogen, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob das nachher tatsächlich auch so ausgesprochen wird. Für alle, die ihn führen können, eine effiziente und tödliche Waffe. Achtet darauf, dass jeder Schuss sitzt, um auf mittlerer Distanz enormen Schaden zu verursachen. Es sollte also klar sein, diese Waffe wird, denke ich, meiner Meinung nach jetzt schon mit Sicherheit die Waffe sein, die am schwierigsten zu handeln ist oder die Waffe, mit der man am schwierigsten einen Shot trifft. Solltest du aber treffen, wirst du mit enorm krassen Damage belohnt. Und natürlich sollte, wenn man das jetzt schon so rausliest, könnte man sich gut vorstellen, dass die Feuerrate verdammt gering ist. Und hier möchte ich nochmal einwerfen, ich habe jetzt zwar keine weiteren Bilder vorbereitet, ich habe aber vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet. Es scheint so, dass der Bogen zwei verschiedene Pfeilarten besitzt. Mehr dazu später, wenn Season 9 wahrscheinlich dann draußen ist, dann werden wir wissen, ob es tatsächlich gestimmt hat. Auf jeden Fall stehen die drei Sachen jetzt sowas von fest. Bevor der Trailer jetzt losgeht und ihr euch noch die Finger wund tippt in den Kommentaren, was ihr von der Legende haltet, von der Waffe, das ist, glaube ich, das, was im Mittelpunkt steht, weil die Legende, ich glaube, da sind wir uns einig, das steht schon eine längere Zeit fest, dass es Valkyrie wird. Schaffen wir für dieses Video 500 Daumen, würde ich mich mega freuen. Danke übrigens an den Support bis hierher, denn es könnte sein, dass wir mit diesem Video tatsächlich schon die 13.000 Abo-Grenze knacken. Wenn nicht, auf jeden Fall spätestens Ende dieser Woche. Danke für den Support. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem ultra, ultra geilen Trailer. Lasst mich in den Kommentaren, wie gesagt, wissen, was ihr auch von dem Trailer natürlich haltet und nicht nur von der Waffe, der Legende Olympus und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
another zero to that number? He doesn't renegotiate, love. Now unload and get lost. Can I speak to your manager? Something the matter? The legendary Kuban Blisk. Have we met, girl? Oh, I think I'd remember meeting you, sir. That's not yours. Do you know what it took your daddy to earn this, eh? It's not mine yet. You'll see. You're never flying one of these death traps. So, you're that ace my blokes hired, eh? Best pilot money can buy. Pilot? Now that word used to mean something. Ha. Yeah. I've heard the stories. Viper on scene.
I know I failed him. And he left. Worst part was not knowing why. Maybe he left because of me. But he died because of you. He knew what he was fighting for. Do you? All this time, you've done nothing but try to get to me. Wondering if Daddy loved you. Wasting your life so you can avenge his. Your vengeance is all you're good for, girl. Go ahead and take it. But you pull that trigger, your story ends. Your father never wanted you to live for him. He wanted your legacy to be better. So, little viper, are you a pilot? Or just the sobbing daughter of one? My call sign is Valkyrie. And you'll live to remember it. Valkyrie.